Hallo und herzlich willkommen nach längerer Pause wieder zurück bei Secret Hitler. Die Leute sind schon alle so weit, ja, Ente Fresse halten und Augen zu machen. Er hat uns nicht gemutet. Super Bär. Stopp. Super Bär muss noch die Augen, also den Vorhang fallen lassen. Das machst du mit B, genau. Ja, ich hab's vergessen, aber ich mir fehlt's. So, die zwei Faschisten dürfen jetzt den Vorhang heben und die Karten umdrehen. Und mit einem Ping, ich bin doch gerade am Essen, ich soll nicht umdrehen. Macht's, falls jemand das vergessen haben sollte. Zweimal Ping, wenn alles wieder umgedreht ist. Hail me, ich bin am Essen und dreh Karten um und merk mir auch noch, wo das Zeug ist. Gut zu wissen. Spielt Freddy jetzt sehr, sehr rot-rot oder spielt Freddy rot-blau? Also, blau-rot wieder der Grün-blau, würde ich mal behaupten, oder? Nee. Wow, da kam ein sexy Double Ping, fast synchron. Double Penetration. Ja. Mhm. Alle Mitspieler dürfen die Augen wieder öffnen und mögen die Spiele beginnen. Es ist ziemlich gay, sein Joghurt mit der linken Hand zu fisten. Was? Du sollst dein Joghurt doch gar nicht fisten. Was machst du mit deinem Joghurt? Eins. Yay, ich darf anfangen. Ende sitzt rechts. Digga, komm, raus. Nein. Wir sind uns gegenüber. Wir fangen nicht schon wieder dieses fucking Partys an. Ich weiß, dass du es auch willst. Wähl mich, weil ich brauche ewig, bis ich dran bin. Digga, ich weiß, dass du Hitler erstmal, bist. Erstmal, Superbär. Lass uns beide hier regieren. Schiebst du mal diese Karte, die da liegt, wieder bei dir rein. Also, weißt du was? Ich muss das jetzt einfach tun. Aus für die alten Zeiten. Allein schon aus Lektion. Ente ist mein Hitler, denn ich muss ihm jetzt beweisen, dass ich sein Fascho bin. Allein schon, weil man so lange nicht mehr gespielt hat, oder aus Tradition kommen jetzt hinein. Aus Tradition muss ich mit Freddy und zwar, die erste und zwar, Runde spielen. So lange schon nicht mehr und zwar, um dann zu sagen, dass ich zwei Blaue bekomme, weil er drei Blaue gezogen hat, damit dann also der nächste Fasch und die Faschisten sind erkannt. Ich hätte doch einen Einwilf. So, und jetzt können wir normal spielen. Ist Superbär bei euch auch so leise, oder ist der nur bei mir so leise? Nur bei dir. Okay, dann drehe ich mal lauter. Ich habe ein neues Mikro, wenn da was nicht stimmt, müsst ihr mal sagen, ne? Klingst du jedenfalls immer noch verwaschen. Ja, ich wollte sagen, also, ja. Nee. Schöne Stille, wa? Also ich hätte das jetzt nicht als neues Mikro entdeckt, sagen wir es mal so, also wahrgenommen. Ja, mein altes ist kaputt, ich musste mir das neues holen. Ja, und dann hast du dir für 5 Euro so aus dem Kabeljahr Automaten eins gezogen. Ja, also ganz habe ich nie vorgestellt, Hitler. Ja, hat nicht so gut funktioniert. Drei rote. Ja, kannst du dir aufschreiben. Tragisch. Ich hab Nein ins gesagt. Buch der Bücher. Okay. Ja, hier, jetzt will er sich profilieren, weil er Nein gesagt hat. Ich stehe drauf. Ich möchte mit Lumpi regieren. Bitte, ich bestehe auf mein Ex-Kanzlerschildchen. Es ist die drittschönste Sache auf der Welt. Nach Burger essen mit 27 das erste Mal in seinem Leben und Der hat ja wohl vorher schon mal Burger gegessen, aber selbst gemacht. Ja, aber halt nur McDonalds-Burger und Burger King-Burger. Mein Gott. Das ist schon Burger King Burger sind auch in Ordnung, allerdings selbstgemachte sind halt super. Das sind, ja, Freddy, das sind rauten. So Leute, die fangen dann an Theologie zu studieren. Ja, wirklich. Rio, du musst deine Ex-Präsident, die müssen uns direkt auslegen. Er hat Gott einen Burger gegessen. Ach ja, sorry. Wer will hier zusammenarbeiten? Also Auge ist unser dritter Fascho, der sollte es auch schaffen, die nächste Rote rauszubringen. Aber vielleicht mit ein bisschen besseren Lügen bezüglich was so gezogen wird. Das ist, kann doch passieren, dass man mal drei rote zieht. Mordgedanken, ist bei dir irgendwas im Hintergrund am Laufen oder hören wir es selber? Zeit gehabt anscheinend. Ich war auch schon mal Hitler und also Superbär ist das. Superbär, bei dir. Ja, das ist Hitler, wenn man als Hitler. Könntet ihr mal kurz ruhig sein? Superbär, bei dir hört man so ein Hallen oder irgendwie oder ein Fernseher oder Radio. Schnauze. Nee, das ist eher eine Rückkopplung. Ja, bei einem rückkoppelt. Weil das ist jemand Lautsprecher. Weil das ist nur, wenn einer von uns redet. Mhm. Ist es jetzt besser? Test. Das muss ich gleich zeigen. Ja. Also, hört man immer noch. Diese diagonale. Nee, doch, hab ich gerade nicht gehört. Dieses diagonale halt partnerschaftliche so Regieren hat man im Balkan auch oft gemacht. Da war diese, jetzt kommt der Witz in Busch jetzt. Da war diese Vetternwirtschaft in der Politik richtig schön drin. Aber manchmal haben sie auch was Gutes dabei rumgebracht. Zum Beispiel. Was hast du Freddy, du hast eine rote rausgespielt. Denk dran, also halt die Luft an. Ich bin Faschist, natürlich spiele ich rote raus, nur ich wollte mit meinen Hitler zusammen ein bisschen mehr lügen. Ich habe. Oh mein Gott! Ich habe zwei rote und eine blaue gezogen.
Wahrscheinlich Auge, also ich hoffe, ja, Freddy, wenn du Faschist bist, dann weißt du, dass ich Liberaler bin. Ja, also. Okay, nein, ich weiß, dass du auch Faschist bist. Und ah, ja. ich hoffe, dass du gar nicht gelogen hast. Annektiert. Das geht gar nicht. Das gilt auch mir von der Schild bei dir raus. Das steht in deiner Siegelzone. Ich hoffe, du hast eine blaue drücken müssen, Auge. Bei irgendjemandem ist das Kanzlerschild in der Secret Zone. Bei mir nicht. Mach wieder Spiel mit Amateuren. Ich hab's da hingestellt. Also es ist entweder bei Skill oder bei Bär. Muss ich jetzt bei euch wirklich nachgucken, also die Secret Zones kicken? Können wir es nicht einfach so rausziehen, hier reinklicken und ziehen, dann geht es auch raus. So. Oh, hier ist noch es ist immer Umschlag drin. Das war wow. Der Schwierigkeitsgrad. Ja, gut. Das müssen wir auch erstmal schaffen. Oh, das ist aber süß. Leertaste drücken, danach den neuen Kasten ziehen. Ja. Deswegen leere Umschläge immer zum Horst. Ja, der Horst macht das dann weg. Also, okay. Minister Alex wählt den erneuten Neuling als seinen Kanzler. Ja, man muss jetzt auch mal Liberale ranholen. Die Faschisten waren ja schon. Das muss man. Ja. Auge ist also Freddy wahrscheinlich dran. Ich. Ja, alle Faschisten waren dran. Haben wir es aber alle. Ja, jetzt bleibt nur. Einstimmig. Jetzt bleibt nur abzuwarten, ob er vielleicht doch ein Liberaler ist, der jetzt vom Weg abkommt. Du meinst einer, der bestochen wurde, aber dann ist er eigentlich schon wieder ein Faschist. Oder aber Auge hat halt doch ganze Arbeit geleistet und hat eine blaue gedrückt und jetzt steht Alex tatsächlich vor einem 3-Rote-Karten-Problem. Das kommt darauf an, wie viele roten. Er kann das ja beeinflussen als Faschist, wie viele rote Karten er zieht. Ich meine, gut, eventuell als Hitler kannst du ja auch eine blaue gedrückt haben, das ist auch okay. Als Hitler kann man das schon machen, weil kennst ja das Problem, wenn die eigenen Faschos zu schwach spielen, musst du auch manchmal als Hitler ans Fleisch. Also ich bin mir ja ziemlich sicher, dass Auge nochmal mit Fascho war, aber vielleicht doch nicht. Ja, Alex, den guckst du mir jetzt an. Ihr beide seid euch relativ einig mit euren drei Roten. Ja, Max. Ich jetzt hör auf damit! Haben wir nicht mal entschieden, dass wenn das jemand macht, dass es gelöscht wird? Ich gehe mal davon aus, Ente hätte protestiert, wenn du eine rote rausgelegt hättest und hätte eine blaue. Ich fange jeden Beef an, Alex, der mir möglich ist. Hier ist der obvious Fascho. Wenn du wissen willst, auf wen du die Kugel richten sollst, schau mich an. Ja, dann du hier. Ja, und er ist Fascho, Tatsache. Okay, Tatsache, Alex ist auch. Ich hab mich vertan. Ich bin beeindruckt. Freddy ist tatsächlich Fascho. Auge ist doch der Liberale und Alex war der Fascho. Und Ente spielt im Hintergrund. Und das Schöne ist, dass Alex ist auch noch seinen Mitfascho anschwärzt, weil der sieht so schön. Aber okay, ich meine, dafür können wir. Ja, das hast du auch schon gemacht. Das hast du auch schon gemacht, Andi. ja. Das ist richtig. Also ich muss jetzt erstmal hier zwischen mir und Alex ein Beef eintragen, auch wenn da eigentlich gar keiner dabei ist, weil ich meine, er kann ja jetzt die Fackel weitertragen. SK war jetzt Kanzler. Ja, damit ist. Ja. Rot. 3 rote Fragezeichen. Wobei, also ich gehe mal davon aus, dass da auf jeden Fall. Also wenn ihr jetzt daher Auge jetzt der Liberale ist, gehe ich davon aus, dass Alex was gedrückt hat. Richtig. Ich wollte einfach nur mal mit Fascho begraben. Also nur um den Liberalen noch eine Chance zu geben, gebe ich hier ehrliche Informationen raus. Ehrliche Informationen, ja. Ehrlich. Ja. Genau. Wer ist dafür, dass wenn Freddy am Ende Liberaler ist, dass wir Freddy aus weiteren Spielen ausschließen? Ey, du weißt schon, dass wenn ihr Freddy ausschließt, werden die nie wieder zusammen stattfinden. Weißt du, wenn Freddy im Urlaub ist, machen wir keinen Sieg mit Hitler. So ist jeder hier. Also, Lumpi und Superwelt, das sieht für mich nach einer sicheren Regierung aus. Also, oh mein Gott, Lumpi und Hitler. Eine rote rausbringen, meinst du? Ja, die rote kommt mit Sicherheit. Ja. Vielleicht ist auch Alex doch der Liberale, der jetzt wieder einfach so irgendwie. Dich als Faschist bezeichnet hat. Ist so ein Freddy-Liberaler, ja. der ich meine, ich bin zwar so einer, aber er könnte ja auch mal den umgekehrten Move machen. Er könnte mich mal als Faschist als Liberalen bezeichnen. Einfach aus YOLO. Er hat doch schon umgekehrt gemacht, dass er mich als Liberaler als Faschist bezeichnet, obwohl er Liberal war. Also, okay. Oh. Das geht aber schnell heute. Oh.
Wollt ihr mich verarschen? Sind ihr überall Faschos oder was? Ja. Lubi? Ich hab 3 Rote gezogen. Okay. Oh, du musst jetzt aber was kommen. Ich glaube, Auge hat ein Table mit lauter Rote reingeladen. Ja, definitiv. Das wäre natürlich also, ich bin mir mittlerweile am Anfang eine blaue und sonst eine rote. Ich bin mir mittlerweile am sichersten, dass Auge ein Liberaler ist. Deswegen würde ich sagen, du stellst Auge als Präsi auf oder du stellst jemand anderen als Präsi auf, der dann Auge kanzlert. Aber ich wäre eher dafür, dass wir Auge als Präsi machen. Weil ich bin mir dann doch nicht mehr ganz... Also weil Ente ist immer Hitler. ihr könnt natürlich auch Ente als Präsident aufstellen. Dann könnt ihr also ich mal bin gerne aufgestellt, auch wenn Freddy mich als Hitler bezeichnet. Liegt da noch einer durch, was der Freddy erzählt? Ich glaube ja, aber was Freddy sagt, Lumpi, und deswegen blende ich das auch aus. Also, ja. Moment mal, nicht immer kurz einschalten. Ihr wollt tatsächlich Freddy folgen und Auge aufstellen? Oder wollt also ihr selbst denken? Ich wäre dafür, dass Auge Präsident wird. Ich meine, von mir aus macht der Auge. Ich möchte bloß, dass der Rest am Tisch vielleicht auch mal mitdenkt. Muss ja nicht unbedingt Freddy folgen. So, der Superbär dafür absolut nichts kann, wird er jetzt mal Präsi. Ja, Superbär. Okay. Ja, das ist zumindest eine. Wie gesagt, Wahl, das ist zumindest beweist. Ich weiß ja, was ich hier gerade reingedrückt habe und deswegen. Lumpi, ich kann doch gar nichts machen. Du kannst mich aufstellen. Und du kannst regieren. Vielleicht kein Fascho ist. Aber wen denn? Ich habe doch wirklich keinen Plan. Ja, denkst du, ich. Also nicht Freddy, so viel kann ich sagen. Und Ente auch nicht, der ist ja Freddys Hitler. Ja, ich bin Freddys Hitler, ist schlecht, wenn du mich willst. Super, ich melde mich gerne. Gebt mir mal, kann man Auge wählen? Also, das mache ich eigentlich gern. Man kann Auge wählen, was? Ja. Ja, das ich würde Auge auch nehmen. Was ist das für ein Vorschlag gewesen? Es ist so viel dafür, dass ich keinen Fehler machen kann, wenn, dann seid ihr schuld. Also, ja, genau, meine, so funktioniert wir haben nicht wirklich das viele sichere Kandidaten. So. Nachdem bloß eine blaue liegt. Also, ich sage jetzt mal ja, weil ich kann ja nur gewinnen. Sollte ich mich getäuscht haben und Auge jetzt doch Hitler sein, dann habe ich dann halt so gewonnen. Dann haben wir natürlich verkackt, aber das also ist Auge. Immer so bei der ersten Roten. Dann sind wir vor allem so schnell fertig. Haben jetzt alle ihre Karte überhaupt rausgelegt? Not Hitler. Ja, es waren 7 Ja's, ein Nein. Das war von Alex. Stopp, Alex, zurück, oder? Alex ist natürlich voll nicht okay. Super, legt die Karte zurück. Was ist jetzt passiert? Ja, es ist, der Stapel ist durchlaufen. Wirklich? Er hat alle 5 gezogen. Alle 5 gezogen. Professional. Ja. Mach bitte mit Rechtsklick. Mach's halt über Draw. Einfach drawn und dann deleten lassen. So geht ja, Dorfcom, alles. Enzek. Dorfcom, Enzek. Ja. Dann packen sie dich wegen schwarzen Rand. Die Regierung muss schweigen. Um so viel Professionalität muss ich bitten, auch als Faschist. Auch als Faschist? Also das Nein von Alex war natürlich logisch, aber ja, Alex, das war, wie soll ich sagen, ungeschickt. Nicht notwendig. Also du bist ja jetzt derjenige, der eigentlich als Liberaler noch irgendwie durchgehen sollte. Ja, sieht gut aus. Damit Auge hat, hatte die Wahl. Ich Auge jetzt die zweite rote, blaue. Blaue Freddy. Ja, also Auge ist ziemlich Auge, damit dürfte es sicher sein, dass Auge wirklich ein Liberaler in dieser Runde ist. Oder ein Liberaler in dieser Runde ist. Freddy, schraub mal dein Mikro fest. Ja. Also ich durfte mich bis jetzt quasi noch überhaupt nicht beweisen. Ich habe am Anfang einmal die Karten reingewürgt bekommen und seitdem war nichts mehr. Ja, bei mir auch. Dann kann es schon ich sein. Aber wenn Freddy nur als Hitler bezeichnet, heißt das nicht, dass es stimmt. Das könnte auch das Tausendste sein, dass ich die ganze Zeit hochhebe und fallen lasse. Nein. Ja, bitte lass das mal. Also das Geräusch und Freddys Störgeräusche mit seinem Mikrofon, die kann ich noch unterscheiden. Ja, dann so, überleg dir mal wen. Ich bin also zurückgekehrt. Ich würde gerne nochmal, aber bei mir habt ihr natürlich Angst. Also, schau her, ich bin der obvious Fascho. Du kannst mich ohne weiteres aufstellen und dann absolute Sicherheit. Du darfst auch mich aufstellen. Und dann absolute Sicherheit darüber erlangen, was ich bin. Absolute Sicherheit. Oder er spielt einfach eine blaue aus, weil noch genug Raum ist. Also, das ist jetzt mal. Ich meine, die dritte blaue hat schon was, ist schon nicht schlecht, wenn man die würde. Richard, als Hitler ist jetzt die Zeit, wo du langsam still werden musst. Superbär, was hast du für Karten gezogen? Sag mal kurz ruhig. Superbär, was hattest du für Karten gezogen? 2 rote und 1 blaue. Als Hitler musst du jetzt gewählt werden als Kanzler. Aber dich wählt keiner, weil ich dich als Hitler genannt habe. Das kommt erst später. Jetzt muss erstmal ich in die Bresche springen. Mich zum Beispiel erschießen lassen. Was ist das für eine Logik hier? Oh je.
Wie viele blaue sind da nochmal drin? 5 oder 6? 6 insgesamt. 6. Also es sind noch 4 im Stapel. Genau. Nee, das meinte ich nicht. Ich hatte eine. Und Superbär hatte gerade eine. Und dann haben wir dreimal angeblich rote. Das heißt, dass da welche das gedrückt wurde wurden. Schon neu gemischt. Das wurde jetzt ja gerade erst neu gemischt. Also, wie gesagt, ich gehe davon aus, ja, dass ich beziehe mich doch gerade auf das, was bis jetzt gerade zu dem Zug von Superbär und mir passiert ist, weil da wurde ja noch nicht gemischt. Das heißt, dass mindestens 2 blaue gedrückt wurden. UP. Ja, kann genauso gut sein, dass 2 blaue gezogen wurden und es wurde behauptet, dass nur eine gespielt wurde. Gezogen. Ja, dann würdet ihr mich aber als Lügner bezeichnen, weil ich habe die erste ausgespielt und ich habe gerade mit Superbär die zweite ausgespielt. Also ich bin mir jetzt auch selbst, wirklich sicher. Dann wurden trotzdem welche gedrückt. Es müssen welche Hitler, gedrückt worden sein. Also Auge könnte auch Hitler sein. Na gut, genau. Nicht mehr, wenn ich mir die Karte so angucke. Nicht. Nein, aber so von der Diskussion, weiß, man kann das ist schwer, Hitler zu spielen, aber du darfst dich dann jetzt so verplappern. Du musst da eine ruhige Linie fahren. Na, du kennst dich vielleicht ja am besten aus. Mordgedanke, ich würde dir empfehlen, Skilldown aufzustellen. Der ist der Einzige, der wenigstens nicht die Möglichkeit hatte, eine blaue zu drücken als Präsident. Sonst keine Ahnung, wer Hitler ist. Also ich wäre immer noch dafür, dass du mich aufstellst, Felix. Ich bin der obvious Fascho. Und dann kannst du mich auch direkt erschießen. Danach ist der Präsident. Voll die gute Idee. Ja, es sei denn, ich meine, ich kann auch noch ein bisschen spannend machen. Ja? Ich kann auch noch mal eine blaue rauslegen, wenn meine Mitfaschos dafür sind. Richard, Alex, hat er dafür? Soll ich noch eine blaue rauslegen? Du kannst immer eine blaue rauslegen. Blau ist immer. Ich kann noch einfach Skilldown aufstellen. Ja, ich würde auch nicht unbedingt Freddy nehmen. Man muss jetzt Freddy nicht zu oft an der Macht haben. Man kann Freddy ja solange dann tatsächlich eine blaue rausbringt. Also ich bin ausnahmsweise mal dagegen. Lumpy hat noch keine Karte draus. Einfach, ich habe noch kein einziges Mal Nein gesagt. Ich sage jetzt mal ausnahmsweise mal Nein. Tatsächlich, ja, Lumpy hat von euch gibt. Bist du Hitler? Da ist der Strafe. War das? Mal nachgucken, ich hab's schon wieder vergessen. ich bin wach. Was soll denn der Scheiß? Hast Wieso du gerade Karten du als Kanzler Karten? Oh, Leute, aufwachen, hol den Kaffee. Den auszuhalten. Wir haben hier schon so lange nicht mehr gespielt, das kann ja. Ja, aber das ist doch jetzt nicht so kompliziert. Ich meine, es ist ein neuer Stapel, sollen wir komplett mischen? Nee, oder? Ist nicht neu. Nee, ist nicht neu. Hast aber du die wir müssen, schon angeschaut gehabt, wir müssen oder? Mischen. Ja, leider. Wir müssen mischen, es hilft jetzt nichts. Warte. Nein. Die bleiben auf dem Ablagestapel. Die bleiben auf dem Ablagestapel. Eine Karte. Es war ja gerade ein komplett neuer Stapel. Sag mal, Moment mal, wir haben jetzt schon einmal eine Regierung gemacht in der Neu. Nein, das war die erste. Ach so. Ich habe meine Karten aber schon gezogen. Ja, dann leg jetzt einmal das Stapel nicht nochmal neu durch. Komplett neu durch. Eben. Nein, das bringt aber den Rhythmus des Spiels auseinander. Es war vorher eh ein komplett. Es waren 12 Karten drauf, also kann man jetzt auch immer nochmal mischen. Das ist einfach nochmal. Passt schon. Na gut. Mischen ist in Ordnung. Ich sag ja, wir müssen wieder öfters spielen. Eine Warmlaufrunde. El Presidente. Oh, komm schon, blau. Monsieur. Oh, Gott sei Dank. Okay. Ja. Also keine Wahl. Das Mischen hat das Spiel ziemlich gefickt. Ich habe 3 blaue gezogen. Davor hatte ich 2 rote, eine blaue, eine blaue im Stapel. Ja, und ja, die Frage ist, wer möchte jetzt die roten bitte Freddy ausspielen? Überspring dir bitte Freddy. Warum? Freddy und ich können jetzt eine rote ausspielen. Ich stell den Zeugen aufstellen. Stell mich auf, ehrlich. Das bringt ich stell Auge auf, weil der nicht Hitler ist. Okay, dann muss ich Auge die rote ausspielen. Also ich bin krass gegen Freddys Präsidentschaft. Ich bin dafür, dass Skilldown nicht gleich aufstellt. Als Faschist weiß ich am besten, wie man mit Kugeln umgeht. Ich weiß genau, wo man die hinstecken muss. Zum Beispiel in seinen anderen Mitfaschisten, also in Alex, damit ich dann wieder einigermaßen meinen Namen reingewaschen habe. Lumpi, was hattest du denn Auge. Draus? Egal, es sind genug Neins. Die falsche damit müsst ihr jetzt nicht Angst haben, dass Freddy hier irgendeiner schießt. Chaos Counter. Di. Kann ich
kannst du das Schild, kann im Stehen bleiben. Ja, das ist die einzig logische Wahl. Er ist der Einzige mit einem Schild aus. Also, hier. Skill down, ja, schau mal. Ja, nochmal. Bestätigen. Sehr guter Fascho von das Schau mal, ja, du kannst mich jetzt ohne weiteres als obvious Fascho aufstellen. Freddy, ja, mir dann zu spät. Freddy, ich mach niemand was um Fascho töten, wenn jetzt eine rote kommt. Ja, all die Neinsager hier im Parlament eigentlich wissen nicht schlecht, nicht, wenn Freddy was tot gut ist. Auf diese Weise haben die das am Balkan auch gemacht. Ja, am Balkan. Einfach ja, immer Freddy, wieder. Freddy, hast du denn so eine Balkanplatte die gegessen? Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen. Ich weiß schon, das haben die damals am Balkan so gemacht, ja. Dann sind sie zum Ball gegangen. Mit diesem so. Kleid und so, so eine Kutsche aus dem. Felix, kannst du noch mal ganz kurz sagen, was du vorhin gezogen hast? Drei blaue. Felix. Ach, drei blaue. Ja. Auge. Also wenn ich jetzt vorhin nicht ganz schlecht aufgepasst habe, ja, dann sollte ja das hier auch ein liberaler Präsident sein. Wow. Hat zwei rote. Krasser Shit. Das heißt, es sind jetzt noch. Jetzt sind quasi nur noch rote drin. Holy fuck. Dann würde ich jetzt sagen, lassen wir die allererste Kugel zu Auge wandern, weil der ist sowas von liberal. Also, wenn Auge nicht liberal ist, ich meine, ich hab's ja gesehen, aber ich hab's wieder vergessen. Und ja, das für mich aber immer, Auge jetzt muss ich, ist er muss definitiv ich auch sagen. Ziemlich liberal. Stimmt so. Ja, zweimal jetzt mit Nein stimmen. Einfach, egal wen ich aufstelle, ne? Ja, einfach Nein stimmen. Ja, dann bei Freddy macht's Nein am meisten Spaß. Also, da muss ich jetzt aber für mich selber schon Ja voten. Also das, Jungs, ihr wisst, was gut ist. Also, vielleicht nicht unbedingt Superbär als Präsident, aber ich als Kanzler. Also ich musste auch ja stimmen. Ich will, dass du nur rot rauslegst, wie ein vernünftiger Faschist. Und ja, Felix konnte sich ja eigentlich auch nicht so richtig beweisen. Mal ganz kurz auf dem Klo. Ich lasse es einfach stehen. Ja, dann kann ich nochmal Ja voten. Ich gebe mein Ja ja immer gern an die Gott, Welt. Ich bejahe die Welt. Ja, ist ein gutes Wort. Also ich bin für Freddy. Freddy muss auch meine Rote legen. Bring dein Ja bitte raus. Minister Lumpy. Ist am Klo. Ist am Klo. Wer ist auf dem Klo? Wieso kann das nicht irgendwie durchs Haus brüllen oder so, was er votet? Also wenn er nicht da ist, votet er für Ja, würde ich sagen. Du meinst, durch die 48 Zimmer soll er jetzt brüllen? Ja oder nein? Ja, meine Güte, der muss sein Handy dabei haben oder sowas. Über Fernsprechanlage. Hier kommen drei blaue Fragezeichen hin bei Felix-Präsidentschaft. So krass, ich meine, ich kann mich doch nicht so sehr vertan haben. Es kann doch nicht auch noch Felix der Faschist gewesen sein, der Nächste. Ah, wer hat er gelogen? Er hat zwei blaue gehabt, überhaupt drei blaue, um irgendwie den Faschisten zu decken. Ja, du wirst doch wohl wissen, wer deine Faschisten sind. Das ist gerade seinen Schauspielern, was er macht, um mich davon abzulenken, dass er eigentlich ein Fascho ist. Der obvious Fascho. Aber ich sag ja, kann mich ja nicht so verguckt haben, dass ich jetzt sämtliche Faschistenrollen hintereinander gebracht habe und am Ende doch. Ich meine, Richard, du musst mein Hitler sein. Es kann doch nicht sein, dass Felix der Hitler ist. Also als Fascho solltest du doch wissen, dass ich dein Hitler bin. Also meine Güte. Ja, ich weiß auch, dass du mein Hitler bist, aber irgendwie diese drei Blauen bei Felix machen mich jetzt doch stutzig, weil da bin ich doch verguckt. Du meinst, dass das Felix Hitler ist? Ja. Das wäre natürlich eine gute Verteidigung. Ich habe drei blaue gelegt. Gezogen, ja. Ich bin so liberal, die Blauen wollten einfach zu mir. Können wir nicht einfach alle anderen mit Nein stimmen und Lumpi jetzt kurz... Nein, Lumpi muss... Das hier ist sehr kritisch. Lumpi ist wichtig. Ich möchte gerade Freddy erschießen. Lumpi muss ja auch bei dir noch Auge... Lumpi muss ja auch bei dir noch stimmen. Auge, schau mal, du kannst doch jetzt dann deinen Kanzlerschild für diese total sinnlose Regierung bei mir dumpen. Du kannst dann auf mich den Kanzler werfen und diese Regierung, wo du nur Rote ziehen wirst, auf diese Weise von den Liberalen abwenden. Okay. Ja, ich drehe mal hier die auch noch um. Tatsache, es sind immer noch zu viele Neins. Also Andi, leider wird unsere glorreiche Macht nicht... Ja. Die Faschomacht. Natürlich, die Großmacht von Faschos. Also. Leute, andere Überlegung. Wir wissen eh, dass nur noch Rote drin sind. Ja, also, aber der muss halt jetzt... Lass uns Random Policy, weil dann ist eine Kugel weg. Also, wie gesagt... Du hast recht. Alex, schon kein Alex ist mein, nein, Alex nein, ist mein Fascho-Kollege, ja, du musst ja trotzdem Vorsicht. Noch anziehen. Ja, ich sag's nur,
der will mich dann noch erschießen. Der will jetzt sagen, dass die, dass dann die Kugel angeht und der erschießt mich dann einfach. Welches Ziel wird dann erschossen, wenn Auge ich bin dein Kollege Fascho, weißt du? Ein Kollege Fascho, also, weißt du? Da werde ich lieber von einem glorreichen Liberalen erschossen. Ich stelle Superwehr als Kanzler auf, weil meine Hitler-Vermutung zu wem anders tendiert und mehr kann ich euch nicht bieten. Okay. Ja, außerdem lasse ich lieber, ja. Wir haben jetzt nur rote Karten. Du hättest natürlich auch Freddy aufstellen können, ich meine, der war ja die ganze Zeit für dich. Ja. Hitler. Nein, das gibt's nicht. Upsi! Oh Gott, genau. Auge, ich hab dir gesagt, stell mich auf. Mit mir hast du den Obvious-Faktor, den Liberalen. Warum soll ich ihn nicht nehmen? Eigentlich dachte ich, dass Enze Hitler ist, weil er gleich am Anfang eine rote Karte, eine blaue gedrückt hat. Natürlich hab ich eine blaue gedrückt, aber Freddy hätte es dauerhaft auch drauf rumgeritten. Dass jetzt da noch 6 rote Karten drin sind, macht's natürlich sehr schwer. Er hätte einfach nur den Obvious, ich meine, ich war sowas von nicht Hitler. Ich wurde sogar angekreidet. Und es waren ja wirklich nur rote Karten drin. Es war also wurscht, an welchen fucking Liberal oder Obvious Fascho das Ding geht. Ich hätte gedacht, Zinnert wäre Hitler. Ja. Superbär, du hast mir eine blaue gegeben, obwohl du mir drei rote, du hättest mir aber 2 rote aufs Auge drücken können. Ja, aber das, ich hab mal so überlegt. Aber es war noch zu viel Zeit. Ja. Ja, also. Ich bin dafür, dass wir als Schuldigen Freddy ausmachen und. Ja, natürlich. Freddy hat alles gespielt, ich weiß nicht, was ihr habt. Ich finde, Freddy hat super gespielt. Ich fand mal, also, sorry, dass ich nicht Hitler bin, hat man sich schon denken können. Ja, und es ging ja bloß um eine rote Karte. Also, man hätte mich jetzt schon aufstellen können. Ach, Freddy, irgendwann bin ich davon aus. Ich hatte eine kurze Phase, dachte ich, du bist Hitler und spielst halt den turbo-aggressiven Hitler, der möchte, dass ich ihn dann irgendwie aufstelle mit der Begründung von, das ist ja nicht Hitler, der ist ja zu aggressiv dafür, ne? Ja,